Ja, und weiter geht's. Den müssen wir wohl endlich mal dazu bringen, seriös mit uns zu sein. Nämlich mit dieser Patientenakte. Hä, was ist das denn? Röntgenaufnahme. Moment. Genau, Wocky, das sind Sie. Hey, sieh mal, ich rauche nicht und so. Ich will noch lange leben, stimmt doch. Ich glaube, er schnallt es nicht, Apollo. Ach, schauen Sie mal etwas genauer hin. Insbesondere hier hin. Wo Krankenschwester steht. Unterschrieben von Alita Tiala. Aha, ihr Anwälte macht eure Hausaufgaben. Sie haben Fräulein Tiala also kennengelernt, als Sie... Ja, ich habe sie in der Klinik kennengelernt. Und? Können Sie uns etwas mehr über die Umstände dieser Begegnung erzählen? Na gut, ich erzähle, wie wir uns kennengelernt haben. Danke. Endlich. Eine Spur. Ich wurde bei den kleinen Regierungsstreitigkeiten an Familie angeschossen. Ich war bereit zu sterben, ist ja klar. Die Jungs kamen herein, holt mich raus und schleppt mich zum Doc. In die Meraktis-Klinik? Dort habe ich sie kennengelernt. Meine gefallenen Engel. Sie meinen Alita Tiala? Zuerst hatte sie Angst vor mir, wie ich jetzt weiß. Und ihr wisst ja, böse Bube bekommt die Damen. Richtig. Sie hatte sowieso genug von dieser Klinik. Und so machte ich ihr voll klar, dass ich mich um sie kümmere. Krass korrekte Gangster-Style. Rate mal, was sie gesagt hat. Was hat sie denn gesagt? Los, überlegt mal. Sie hat ganz leise gesagt, voll leise, alles klar? Ich kündige, wenn du mich heiratest. Das war also der Heiratsantrag? Du sagst es, ein Liebesschwur gleich dort im Krankenhaus. Einfach so, die OP wurde gemacht und wir waren weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Was diese OP betrifft. Ja, die war da noch nicht ganz so erfolgreich, was? Ich kenne den Befund. Ich weiß, dass sie noch in mir steckt. Mann, Junge, nimm es ernst. Mein Gott, dein Leben steht auf dem Spiel. Die Untersuchung war eine Idee vom Boss, haben sie gesagt? Ja, kannst du dir das vorstellen? Warum soll man gesund leben, wenn ein Gangster ist? Verstehst du? Aber haben sie denn nicht bei dieser Untersuchung von der Kugel erfahren? Ja, da wusste ich, dass dieser Doktor dafür bezahlen muss. Dachte ich mir, die könnten mir das Blei rausholen, nachdem ich mich gerecht hatte. Nee, ich lebe noch. Und auf großem Fuß oder etwa nicht. Übrigens, war das erste Mal, dass sie zu einer Untersuchung mussten? Ja, plötzlich hatte mein Alter diese Idee, dass wir alle untersucht werden müssen. Mütter wird alt. Alter, meine ich. Der macht sich doch einfach nur Sorgen um die ganze Familie. Sieht zwar nicht so aus, aber ich kann mir das vorstellen. Und jetzt zu diesen Sandalen. Wocky, diese Dinger hier, kennen Sie nicht zufällig, oder? Hey, und ob? Ich war es doch, der hier sie gekauft hat. Für Fräulein Tiala? Ja, ein Geburtstagsgeschenk. Sie hat verflixt kleine Füße. Verflixt, so niedlich, Mann. Diese Sandalen gehören also ihr. Ja, ich hatte so ein Gefühl. Wo sollen denn diese komischen Schwingungen? Egal. Danke für deine Bestätigung. Moment, gibt's denn noch was mit dem zu quatschen? Nö, sonst nichts mehr und irgendwas laggt. Nun gut, dann letzte Station für die Untersuchung. 16. Juni, Elduns Haus. Herr Eldun, wir haben schon überall nach Ihnen gesucht. Was ist los, Drüsepüppchen? Apollo, zeig ihm, was wir ihn gefunden haben. Es geht nichts über den Rat eines Experten. Ich glaube, er ist immer noch Arzt. Hey, Dun, alles okay mit Ihnen?
so glücklich. Ich dachte nur, meine Tage als Arzt wären für immer vorbei. Heldun. Aber... ja, der kann uns wirklich helfen, als ehemaliger Arzt. Nämlich kann er uns was zu dieser Akte sagen. Und wie es wirklich um Hockey steht. Heldun, könnten Sie sich das einmal ansehen? Meine Patientenakte. Ey, Sie dürfen nicht einfach so rumlaufen und so etwas auf Kliniken mitnehmen. Warum sind Sie plötzlich so still, Herr Heldun? Was ist hier eigentlich los? Was sollen wir herausfinden? Das wollen wir herausfinden! Patientenakte gehört zu meinem Mandanten. Er steht vor Gericht, wegen Mordverdacht. Vor Gericht? Das ist verrückt. Sie können ihn nicht vor Gericht stellen. Er ist SGWT. SGWT? So gut wie tot. Er klopft schon an die Himmelspforte und gleich wird jemand aufmachen. Können Sie uns sagen, warum? Nun, aus der Sicht eines Chirurgen. Hören Sie mir gut zu, Junge. Na, sowas aber auch. Der ist ja auf einmal ganz anders. Jopp, da hat seinen Nudelteller vom Kopf genommen. Nun, laut dieser Patientenakte ist es um diesen Walkie-Talkie nicht gut bestellt. Direkt neben seinem Herzen sitzt eine Kugel. Das stimmt. Ja, aber in der Akte steht etwas von einer Nachbehandlung. Mit anderen Worten, die Operation ist bereits geschehen. Aber die Kugel dort drin ist noch immer zu sehen. Warum ist sie nach der Operation, bei der sie entfernt werden sollte, noch da? Nun, der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass die Operation zu gefährlich war. Was? Die Kugel hat sich einen schönen Platz direkt neben der Aorta gesucht. Oh, scheiße. Aorta auch noch. Das habe ich ja vollkommen vergessen, dass das da war. Au. Mann, das Ding ist so ein Blutgefäß nur so umgeben. Ein kleines Wunder. Nur 2 Millimeter zu jeder Seite. Und es gibt da drin ernsthafte Blutung. Keine Sache, mit der ein gewöhnlicher Arzt zu tun haben möchte. Sie meinen also? Wie durch ein Wunder ist diese Kugel dort hineingekommen. Es bräuchte mehr als ein Wunder, sie rauszubekommen. Nämlich eine Zauberer. Ich kann Kaninchen verschwinden lassen. Mit Kugeln sieht's schlecht aus. Das Herz schlägt und die Lunge arbeitet. Da ist die Kugel natürlich in Bewegung. Ich gebe ihnen noch ein halbes Jahr. Höchstens. Aber Wokis Operation war schon vor einem halben Jahr. Deshalb sage ich ja, dass sie keine Zeit mehr haben. Dieser Junge sollte nicht vor Gericht sitzen. Er sollte auf dem Operationstisch liegen. Na, großartig. Einfach großartig. Das ist nicht gut. Wie konnte Dr. Meraktis nur so was Grausames tun? Wie konnte er die Kugel einfach drin lassen? Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Eine Notoperation eröffnet die Brust des Jungen auf dem Operationstisch. Dann findet er die Kugel. Das Juicy Püppchen ist die nackte Verzweiflung. Verzweiflung? Den Jungen wieder zuzunähen war so ziemlich die einzige Möglichkeit für ihn. In seiner Situation konnte er nicht zugeben, dass er die Kugel nicht entfernen konnte. Die Kitakis! Genau. Dieser Junge ist ihr einziger Sohn, so viel ich weiß. Also lässt er die Operation ausfallen und Woki darf wieder zurück auf die Straße. Natürlich ist er nur eine Frage der Zeit, bevor sein Herz blutet und er ins Gras beißt. Wie tragisch. Und zu welchem Arzt würden Sie ihn bringen? Zu Meraktis. Er hat gute Verbindung zu Ihnen und könnte die Wahrheit wahrscheinlich vertuschen. Das ist schrecklich! Er wollte Woki sterben lassen!
In dieser Welt gibt es etwas Dunkles, Jussi-Püppchen. Unersättlich lauernd. Verglichen damit sind die Revierkämpfe dieser Gangster Kinderkram. Wenn du gegen das wahrhaftig Böse kämpfst, nun, dann ist es egal, ob du stark oder schwach bist. Es erwischt jeden. Sie waren Chirurg, richtig, Herr Eldon. Sie können Wookie also operieren, nicht wahr? Ich wünschte, es wäre so. Was? Ich befürchte, in diesem Land gibt es niemanden, der das könnte. Vielleicht nicht einmal auf der ganzen Welt. Also Wookie hat riesiges Glück, noch am Leben zu sein. Nein. Es gibt da ein Problem. Apollo? Diese Patientenakte. Sehen Sie, was unter Krankenschwester steht. Alita Tiala. Das stimmt. Sie haben sich bei dieser Operation kennengelernt. Ja, das Problem ist nur, sie wusste Bescheid. Sie wusste über Wookies Zustand Bescheid. Garantiert. Warum hat sie es ihm nicht gesagt? Das ergibt keinen Sinn. Wenn sie wusste, dass ihr Patient in großer Gefahr schwebte, sollte sie normalerweise auf eine zweite Operation vor der Verlobung bestehen. Was hat sie sich gedacht, Apollo? Was hast du dir nur dabei gedacht, Alita Tiala? Das ist eine wirklich berechtigte Frage. Was hast du dir dabei gedacht, Mädchen? Ich meine, ihr wollt schließlich heiraten. Und du wusstest von seinem Zustand. Alter, jetzt kommt's dann richtig dicke. 17. Juni, 9.52 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Heute ist er, der Tag der Entscheidung. Hast du etwas Schlaf gekriegt? Ja, ich bin so gegen 1 Uhr ins Bett. Oh, und wann bist du aufgestanden? Um 3 Uhr. Das sind nur 2 Stunden, Apollo. Aber du hast ja noch mich. Und den unglaublichen Herrn Hut. Schau mir in die Augen, Kleiner. Nein. Viel Glück heute, Apollo. Diese Stimme. Hey, etwas Schlaf gekriegt? Herr Wright! Ich wurde aus der Klinik entlassen und dachte, ich schau mal vorbei. Bin ansonsten vollkommen mit der Samurai-Wiederholung beschäftigt. Bitte, was? Du guckst dir Samurai? Paps, weißt du, wen Staatsanwalt Gavin heute als Zeugen geladen hat? Rate mal. Vielleicht Little Plum. Mutter Dampfwolze? Nee, versuch's nochmal. Schade, aber wo wir schon bei Müttern sind... Du solltest dich langsam mal um eine neue Mutter für mich kümmern, Paps. Der Tag hat gerade erst begonnen und du bist schon wieder bei dem Thema, Trucy. Stimmt, was ist eigentlich mit Trucys Mutter? Phoenix! Irgendwie kaufe ich den beiden diese Vater-Tochter-Beziehung nicht so ganz ab. Herr Wright, wissen Sie, wer Zeuge der Anklage ist? Alita Tiala, die Verlobte deines Mandanten. Sie ist eine der Zeugen? Aber das ist seltsam. Warum sollte sie gegen ihren eigenen Verlobten aussagen? Keine Ahnung, was Gavin vorhat. Heute passiert etwas Entscheidendes. So viel steht fest. Naja, kein Grund zur Sorge. Immerhin habe ich mein Höschen wieder. Wenn wir keinen Mörder finden, ziehe ich einfach einen aus dem Höschen. Wenn das so einfach wäre, Trucy. Immer dein Höschen. 17. Juni, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Die Verhandlung im Fall Wookie Getog ist hiermit fortgesetzt. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist zum Auftritt bereit und wir haben ein ausverkauftes Haus. Na gut, dann wollen wir noch mal rekapitulieren. Nachdem der gestrige Tag von allen Parteien bis
schien. Schuldig des Höschendiebstahls. Konnten wir immerhin eine Sache mit absoluter Sicherheit feststellen. Zur Tatzeit waren im Park drei Personen anwesend. Der Zeuge, das Opfer und der Angeklagte. Korrekt, euer Ehren. Und heute möchte ich etwas leicht Esoterisches versuchen. Ich würde dieses schreckliche Verbrechen gerne einmal von außen betrachten. Von außen? Die Beschaffung der Mordwaffe, die Vorbereitung der Tat. Der arme Angeklagte hat bereits alles gestanden. Und zwar seiner Auserkorenen. Seiner Ausgegorenen? Seiner Verlobten, Herr Richter. Seiner lebenslang Erwählten, ohne Bewährung. Macht's gut! Rufen Sie glücklich in den Zeugenstand! Hi, Alita. Ihren Namen und Beruf, Fräulein? Alita Tiala. Mein Beruf? Zukünftige Ehefrau. Oh, traditionelle Werte! Meine Hochachtung! Wichtige Ehefrauen können nicht mehr Merkabe pflichten! Nimmt! Unter Wasser! Und trotzdem wollen Sie heute als Zeuge der Anklage aussagen! Ehrlich gesagt wollte ich zuerst überhaupt nicht aussagen. Aber ich konnte die Wahrheit einfach nicht für mich behalten. Ehrlichkeit! Noch eine bemerkenswerte Eigenschaft! Mademoiselle, stimmt es, dass Ihnen am Tag des Verbrechens der Angeklagte Woki Kitake seine Pläne gestanden hat? Seine Mordpläne? Ja. Dann möchte ich die Zeugin um ihre Aussage bitten! Jetzt fragen wir uns wirklich, was hat sie sich dabei gedacht? Es war an dem Tag, an dem wir die Ergebnisse vom Familiengesundheitscheck erhielten. Als Woki herausfand, dass Dr. Meraktes gelogen hatte, drehte er durch. Dem zeige ich's, schrie er. Er nahm eine der Pistolen aus dem Familienbesitz. Und was dann in jener Nacht passierte, wissen Sie ja bereits. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass Woki es getan hat. Also gehört die Pistole der Familie Kitaki! Ja, aus diesem Grund läuft bereits eine Durchsuchung des Kitaki-Anwesens. Es besteht Verdacht auf illegalen Waffenbesitz. Und die Kugel, die dem Opfer das Leben nahm, stammt sie! Aus der Pistole, die sich der Angeklagte beschafft hat? Ja, das ist erwiesen. Wie kann das erwiesen sein? Projektile tragen Spuren der Waffen, auf der sie stammen, sogenannte Riefenspuren. Riefenspuren? Der Fingerabdruck einer Waffe, könnte man sagen, auf jeder abgefeuerten Kugel zu finden. Und wann haben Sie zum ersten Mal von Wokis Plan gehört? An dem Tag, an dem der Mord geschah. Ich hätte ihn abhalten müssen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er es wirklich tun würde. Na schön! Die Verteidigung kann mit dem Kreuzverhör beginnen! Kreuzverhör! Wokis Plan. Immer wieder gerne! Und wir merken schon, unser Armband reagiert nicht, also da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Sowieso. Brauchen wir auch nicht. Es gibt eher eine Sache, die komisch erscheint. Moment mal! Wie können Sie sich da so sicher sein? Wie? Stirni, wagen Sie es ja nicht, das junge Fräulein anzugreifen. Der Angeklagte war derjenige, der die Pistole nahm. Woki, nicht wahr? Diese Tatsache können wir als erwiesen ansehen. Ich denke, das können wir! Besteht eine Möglichkeit, dass jemand anderes das Opfer mit jener Pistole erschossen hat? Nein. Einfache Logik, klar? So scheint es zu sein! Hat die Verteidigung zu diesem Punkt irgendwas zu sagen? Hätte jemand anderes die Pistole benutzen können? Ja! Wenn man von ihrer Aussage ausgeht, gab es eindeutig eine weitere Person mit Zugang zu einer Pistole. Was wird das? Interessant! Fragen Sie nochmal! Sagen Sie im Gericht doch, wer diese andere Person war, die
Karte. Nun ja. Abgesehen von der Familie, der war auch diejenige, die bald heiratet, in die Familie hinein. Ich meine natürlich sie, Fräulein Tiala. Mich? Aber das... Das ergibt sich eindeutig aus ihrer Aussage. Am Tag des Mordes hörten sie durch den Angeklagten von der Pistole. Mit anderen Worten, sie wussten, was er vorhatte. Nur um das nochmal klarzustellen. Sie wollen uns erzählen, dass diese Dame ihrem Verlobten die Pistole gestohlen hat. Um in seinem Namen einen kaltblütigen Mord zu begehen? Ich habe schon viele seltsame Dinge gehört, die Menschen aus Liebe getan haben, aber das... Bestimmt bin ich! Sehr unwahrscheinlich! Ich bin bestimmt ein großer Romantiker und würde alles für meine Ehefrau tun! Aber bei einem Mord würde ich dann doch zögern! Hoffentlich bliebe es nicht nur beim Zögern! Aber was wäre, wenn man noch eine weitere Verbindung beweisen könnte? Eine Verbindung der Zeugin zum Opfer zum Beispiel. Vielleicht gab es ja ein persönliches Motiv, ihrem Verlobten zu helfen. Das würde die ganze Sache in ein anderes Licht stellen. Welche Möglichkeit für Verbindung deuten Sie hier an? Weißt du, was ich langsam zu glauben beginne? Ich beginne zu glauben, dass die Polizei nie einen Blick in den Safe geworfen hat. Ich habe Beweise, die eine Verbindung zwischen den Zeugen und dem Opfer belegen. Und das ist in Form dieser Patientenakte. Sieht aus wie eine Patientenakte! Gefunden in einem Safe in der Miraktis-Klinik. Ich würde die Aufmerksamkeit des Gerichts gerne auf die Namen auf der Akte lenken. Was? Freunde Tiana, wie kommt ihr Name auf diese Akte? Nun, können Sie uns erklären, was das bedeutet, Fräulein Tiala? Ich bin nicht sicher, was Sie mit bedeuten meinen, Herr Justice. Unsere heiße kleine Verlobte ist geradezu äußerstarrt. Ich habe bis vor einem halben Jahr in der Klinik gearbeitet. Es war langweilig, also habe ich gekündigt. Das ist alles. Ist das ein Problem? Polizianer! Sie haben ausgesagt, Sie hätten keine Verbindung zum Opfer! Habe ich auch nicht. Nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe vor einem halben Jahr gekündigt, oder? Also gibt es keine Verbindung mehr. Lassen Sie mich raten. Sie gehören zu den Typen, die keine Ruhe geben. Bevor Sie nicht restlos alles über die Vergangenheit Ihrer Freundin wissen. Habe ich recht? Das ist eine bösartige Unterstellung! Also ich akzeptiere die, die ich liebe, mit all ihren... Keine Verbindung mehr haben, hat vor Gericht keinen Wert. Hat keinen Wert? Die Frau ist echt eine harte Nuss. Sie fühlt sich bei den Kitakis bestimmt richtig zu Hause. Sie haben ihre Stelle in der Meraktis-Klinik gekündigt, das ist wahr. Aber sie blieben trotzdem auf gewisse Art und Weise in Verbindung. Ist gut, Herr Justice! Legen Sie uns einen Beweis für Ihre Verbindung der Zeugen zur Meraktis-Klinik vor! Nun, das ist, wie sagen wir es mal? Das ist ja in Form, dass wir ihre Sandalen hier gefunden haben in der Klinik. Nimm das. Diese Sandalen wurden von dem Empfang in der Meraktis-Klinik gefunden. Sie gehören nicht zufälligerweise Ihnen. Keine Ahnung. Es gibt bestimmt jede Menge Leute, die solche Sandalen haben. Es tut mir leid, Fräulein, aber Ihre Vorstellung zieht nicht. Im Moment des Zögerns hat sie verraten. Was ist mit Ihnen los? Ich dachte, Sie wären auf meiner Seite. Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, dass Zehenabdrücke hinterlassen. Eine simple Untersuchung dieser Sandalen wird uns die Wahrheit offenbaren. Aha, jetzt enthüllen Sie Ihr wahres Gesicht. Es war von Anfang an ein Fehler, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Ich wollte doch nur, dass sie Wocki wieder auf den rechten Weg bringen. Das Gericht denkt, sie sollten diese größere Sorge um sich als um Oki machen. Stimmt, jetzt müssen sie um diese Geschichte noch ein wenig mehr erzählen. Ihre Sandalen wurden vor dem Empfang der Meraktis-Klinik gefunden. Was bedeutet, dass sie am Tag des Mordes dort waren? Tja, es ist wohl sinnlos, das abzustreiten. Na schön, die Zeugen sollen uns von ihrem Besuch erzählen. Warum sind sie an diesem Tag in der Meraktis-Klinik gewesen? Das hören wir uns gleich an. Kurze Pause und dann geht's weiter. Sehr geil.